Mein Name ist Christian Fünfgeld, ich bin hier Chefarzt der gynäkologischen Abteilung in Tettnang. Tettnang liegt in der Nähe des Bodensees. Mein Schwerpunkt ist die Urogynäkologie, die Beckenbodenchirurgie, die Behandlung der weiblichen Harninkontinenz und die Behandlung von Senkung von Gebärmutterblase und Darm. Wir sind eines der größten Beckenbodenzentren in Deutschland, sodass wir sehr viel Erfahrung haben, sehr hohe Fallzahlen. Wir behandeln konservativ, das heißt ohne Operation, aber auch sehr viel mit Operation. Und da zählen wir zu den Kliniken in Deutschland, die am meisten operieren, mehr als die meisten Unikliniken. Gerade die Patienten, die von weiter her kommen, aus Stuttgart, München oder Frankfurt oder Hamburg, die erholen sich hier auch gut, weil wir am Bodensee liegen, mit Blick in die Schweiz, in die Alpen, eine schöne Ferienregion. Das ist sicher auch etwas, was zur Genesung etwas beitragen kann. Jeder Mensch, sage ich mal, ist einzigartig. Jede Geburt ist ganz einzigartig und man muss darauf eingehen, auf diese individuellen Bedürfnisse, die die Schwangeren haben, und das machen wir hier. Schwangere dürfen bei uns ab der 36 plus 0. Schwangerschaftswoche zu uns kommen. Dann haben wir verschiedene Kreissäle, in die wir dann auch mit der Frau gehen können. Und dort gucken wir dann einfach, was braucht die Frau unter der Geburt in dem Moment, und wird dann von uns während der Geburt betreut. Und wenn eben es wirklich zur Geburt kommt, das Baby auf die Welt kommt oder sich unter der Geburt irgendwas zeigen sollte, dass wir doch nochmal ärztliche Unterstützung benötigen, dann würden wir definitiv die Ärzte dazu rufen. Ansonsten ist das alles in unserer Hebammenhand, was total schön ist. Es ist nicht egal, wie wir geboren werden, und deswegen ist es auch uns hier in Tettnang ganz wichtig, dass die ersten Stunden nach der Geburt einfach individuell sein dürfen und die Eltern einfach Zeit und die Familie Zeit für sich bekommt. Deswegen ist uns auch Bonding ganz wichtig, dass einfach das Kind direkt nach der Geburt auf die Brust der Mutter kommt, sowohl nach der spontanen Geburt auch als nach einem Kaiserschnitt ist uns das wichtig, dass das Kind sofort in Hautkontakt zur Mutter kommt, und deswegen können wir das hier auch Gott sei Dank in unserer familiären und ruhigen Atmosphäre jederzeit gut umsetzen. Die Wöchnerinnen liegen auf der zweiten Etage mit Sicht auf See und Berge, das ist einfach herrlich. Da kann man sich hinterher nach der Geburt erholen. Ist auch schön, hier zu arbeiten.